Moin Moin meine Spider-Man-Freunde, willkommen zurück zu mir, den Dragon Tamer. Ja, wie ihr seht, habe ich gerade eine Aufgabe erledigt und 8000 XP bekommen, nicht wahr? Wie ihr seht, zocke ich mal wieder Fortnite für euch. Und ja, wenn ihr Fortnite zockt, dann müsstet ihr auch wissen, dass eine neue Season rausgekommen ist, die richtig reingehauen hat, die Fortnite zurück ins Leben gerufen hat. Auf jeden Fall mit den neuen Spider-Webs. Oh, und da seht ihr auch hinten den Arm von... Wie soll ich... Den Arm von Roboter. Von Season 8? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist mein Lieblings... wie soll ich sagen? Mein Lieblings-Live-Event war so. Ja. Und es tut mir leid, aber ich war schon wieder lange off, also nicht aktiv auf YouTube unterwegs. Ja, aber das will ich jetzt ändern, weil ich eh gerade in Corona-Quarantäne bin. Ja, okay. Die Runde fängt ja super an, da ist ein Lama. Aber ich habe keine gute Waffe gerade für das Lama. Also vielleicht mal ganz leise an. Ah ja, super, ich habe überhaupt keine Waffe für das Lama. Ich glaube, ich lasse das Lama erstmal da. Ach ja, super. Das hat's gemerkt, okay. Ja, dann sammle ich mindestens das auf, was er übrig lässt hier. Meine letzte Runde war geil, aber da habe ich lächerlich... Also, ich habe nicht verkackt, sondern einfach so kam einmal einer um die Ecke und hat mir einfach den größten Dreck reingedrückt. Den größten Headshot der Welt hat er mir reingedrückt. Ja, ich sammle das, wo er liegen lässt. Ich kann eh jetzt gerade gar nichts tun, denn ich kriege gefühlt immer am Anfang einen Sniper. Was ist das da? Ah, ein Spielmann. Die Aufgabe habe ich erledigt, also da muss ich nicht weiter arbeiten. Daran arbeiten. Egal. Ja, meine Lieben. Wie ich euch schon vorhin gesagt habe, ich bin in Corona-Quarantäne. Ja. Ich habe Corona, also bin Corona positiv getestet worden. Ich habe mich an dem Tag nicht gut gefühlt, dann bin ich einfach testen gegangen und sie sagt, ich bin positiv. Nach einer Minute, nachdem ich den Test gemacht habe, die haben sofort, ja, du bist positiv. Ohne richtig zu überprüfen, ja, du bist positiv. Und ich denke mir so, ja, nice. Nee, also... Ich glaube, ich bin sogar der Einzige, der die Quarantäne... den die Quarantäne überhaupt nicht stört. Erstmals, ich habe Ferien, Silvester feiere ich in meinem Zimmer. Ich hatte gestern Kopfschmerzen nur, also so richtige Symptome habe ich sonst nicht. Einfach nur Kopfschmerzen, aber ja. Das soll uns jetzt egal sein. Mir geht's gut, deshalb kann ich auch dieses Video machen, sonst wäre ich überhaupt, sonst wärt ihr ja überhaupt nicht da. Ja. Und die Leute, also. Die Community, die auf dem Discord ist bei mir, da habe ich eine Umfrage gemacht, ob ihr gerne einen Jahresrückblick von
meinem YouTube-Kanal wollt. Also, da mache ich alles, was ich von meinem YouTube-Kanal gemacht habe. Erstelle ich alles selber, also wenn es kacke ist, aussieht oder so, dann liegt es an mir und an keinem anderen. Denn nur ich bin so schlecht. Im Karten, Samson weiß es. Wenn er sich das anschaut, dann sagt er, ja, ich sage nur eins, das ist alles kacke, ich hätte es deutlich besser gemacht. Hier wird doch geschossen, ich hör's doch. Ja, da unten. Das habe ich sogar noch auf Video, du Noob. Ey, lass mich in Ruhe. Du. Und du da. Ich habe eh so viel Munition. Wieso habe ich auf einmal so viel Munition? Sonst habe ich das nie in dieser Season. Was ich aber überhaupt nie habe, ist Ding hier. Metz. Ja. Das war am meisten an dieser Season bockt, es sind halt wirklich diese Spiderwebs. Ich schwinge gefühlt immer rum und bin gefühlt auch der Einzige, der sie mehrmals schafft, sie zu verschwenden. Aber es gibt ja so viele Spiderwebs hier auf der ganzen Map. Und ist mir das egal, dann schmeiße ich einfach die wieder weg, sammle die neuen auf und dann habe ich wieder 80. Ja, Frösche, ich höre euch. Was? Ihr sagt, dass die ganze Community abonnieren sollt? Ihr habt auch schon abonniert? Okay, Leute. Die Frösche haben gesagt, ihr sollt den YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Denn dann werdet ihr so Kackmomente, also so lächerliche so lächerliches Gameplay und so Hack-Aussprachen von mir öfters hören. Ja. Und meine Erst werdet ihr auch nicht vergessen, verlieren. Das gibt's nur bei mir. Ja, und ihr wisst ja, ich spiele auf Controller. Was macht ihr genau? Hat schon mir schon längst die Fresse einzuschießen. Schleicht er sich so an? Als wäre wer schleicht sich so an? Boah. Irgendwie habe ich jemanden im Kopf. Warte. Heißt ein Sternkisten nicht eigentlich? Das ist. Ja, doch. Boah, das Rangler. Das Rangler-Sturmgewehr ist mega geil. Also, welcher Spaß hat da auf mich geschossen? Kuckuck. Freundchen, wo bist du? Ah, da. Du hättest nicht auf mich schießen sollen, Hapti. Ich hab's schon einigen Leuten gesagt, dass sie nicht auf mich schießen sollen. Und wer hat den da gekillt? Hier ist noch ein Gegner. Irgendwo ist hier noch ein Gegner. Denn der stirbt ja. Der andere hat auf mich geschossen und wurde am Ende von mir gekillt. Aber wer hat den hier erledigt? Ach ja, ich werde gejagt. Das hat mir auch noch gefehlt. Viel Spaß. Ja, zum Jahresrückblick nochmal. Um da wieder loszupassen. Die meisten meiner Community haben gesagt, ja,
Ihr wollt das, also werde ich es machen. Und ja, wie schon gesagt, Amson wird sagen, dass ich es mega kacke gemacht habe, weil ich auch nicht gut cutten kann. Ich gebe es zu, kann ich nicht. Und ja, ich versuch's trotzdem. Zu meiner Community, zur Community zuliebe mache ich das so. Hast du auf den anderen geschossen da? Bist du zielst, habe ich dich schon zweimal abgeschossen. Ich liebe es einfach. Die Sniper, obwohl sie drei Schüsse hat. Meistens sind die Snipers, die mir die Schüsse abfeuern, mega kacke. Aber ja, ich feiere es. Sind mega kacke, aber die Sniper feiere ich wirklich. Ist sogar einer der besten, muss ich sagen. Zwar nicht so geil wie das Jagdgewehr und die Heavy Sniper und so, aber es passt. Also sie sind nicht schlecht, aber auch nicht mega gut. Es sind die Weihnachtsleute hier. Ich dachte, welcher entfährt hier. Moin. Dankeschön. Oh, da gibt's wieder Stress und ich bin mitten dabei. Wenn ihr noch nicht den Spider-Man-Film geschaut habt, ich sag nur eins, es lohnt sich, wenn ihr ein Corona-Zertifikat oder so habt, geht ihn schauen, denn es ist wirklich einer der geilen Filme, die man wirklich mal gesehen haben muss. Jo, das ist so ein Triader. Ja, okay, beruhig dich. Ich habe dich nur angegriffen. Ui. Ich gehe, wenn ihr Gegner im Nahkampf besiegen wollt, macht das nicht, denn manche kennen. Wo ist der? Da unten. Der müsste. Ich treffe alles. Der hat das überhaupt nicht kommen sehen. Da seht ihr mal wieder, was für ein guter Sniper ich bin. Oh Mann. Wo ist der? Ich sehe ihn halt nicht. Wo ist der? Camp dieser. Spaß. Ach, da kämpft er. In diesem kleinen Busch da. Ja, egal, ich heal mich nochmal. Denn wenn ich einen Headshot reinkriege, dann ist die Runde auch wieder vorbei. Egal, komm, gehen wir. Also, ich habe schon wieder Tryharder in der Lobby. Das finde ich mega nice, muss ich sagen, denn gegen die kann ich meistens absolut gar nichts ausrichten. Was war das denn jetzt für ein Sound? Hä? Ich hör das. Ihr habt das gehört. Im Video hört man's, ich hab's auch gehört. Was ist das?
Ah, ist das ein Sound, das das Safe dieser Einfluss? Ach, das ist dieser Typ da. Das ist der, der mich ja, okay, ist klar. Also, wenn ich gern wissen darf, was ist sein Ziel? Ups, nein, nein! Ja, okay, bau dann nicht. Ja, okay. Ja. Ich muss sagen, GG, aber das ist wirklich unfair. Da ist einer vor, der mich angreift, dann kommt noch einer von hinten. Ich liebe es. Naja, aber wir sind weit gekommen. Dafür. Hat er ihn jetzt besiegt? Ich habe es nicht mal gesehen. Egal. Also. Wie die Frösche schon gesagt haben, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Um keine Videos von mir, dem Drank Tamer, mehr zu verpassen, denn es kommt wirklich noch geilerer Content. Statt den ihr bisher gesehen habt, auf jeden Fall nächstes Jahr kommt mehr. Und ja, dann sage ich mal tschö mit dir, wir sehen uns im nächsten Video von mir, dem Drank Tamer. Bis dann.